Hey, was geht ab, Leute? Hunger. Mit ein paar echt coolen Nachrichten. Habt ihr wahrscheinlich eh alle schon bemerkt, wenn ihr euch heute in das Spiel eingeloggt habt. Aber hier. Gen 3 Hype. Es ist real. 5 Pokémon von der Höhenregion. Ich nehme mal an, das sind die 5 Geister. Wie gesagt, ich habe mir Gen 3 immer noch nicht angeschaut. Werden wir demnächst im Livestream machen. Also der Hype ist echt. Der kommt jetzt. Tage müsste Halloween-Event angekündigt werden. Ich bin echt gespannt, ich bin richtig gehypt. Endlich mal was Neues. War in letzter Zeit doch ein bisschen Fahrt. Auf jeden Fall gestern Nacht, so kurz vor 2, habe ich das Spiel angemacht und dann kamen diese 3 neuen Medaillen. Mit der hier und der hier. Ich konnte irgendwie nicht schlafen. Wieso ich nicht schlafen konnte, war wegen diesem neuen Spiel, das so ähnlich ist wie Pokémon Go. Das eigentlich voll die Kopie ist wie Pokémon Go. Hat mir ein Kollege Bescheid gegeben und dann habe ich es abgecheckt. Runtergeladen und dann habe ich es ein bisschen gezockt. Mehr zu dem Spiel, möglicherweise demnächst. Ich meine, auf jeden Fall demnächst. Und dann ausgehend davon, wie viel Interesse darin besteht, werde ich das vielleicht sogar zukünftig regelmäßig bringen oder auf jeden Fall erstmal eine Weile spielen und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ob da so ein Trend sich entwickelt oder vielleicht spielt es dann gar keiner, dann werde ich es wahrscheinlich auch lassen. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt mal die paar Tage testen und spielen. So nebenbei. Und nächster Punkt, morgen Mewtwo EX Raids, die nächste Einladung, die dritte Runde. Ich wurde schon fleißig getaggt von allen. Glückwunsch an alle. Morgen 12 Uhr ist der, glaube ich. Komische Zeit, die meisten von euch leiden. Die müssen arbeiten, sind in der Schule oder so. Also da habe ich von echt sehr vielen gelesen, dass sie keine Zeit haben zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe keine Einladung. Ist auch nicht schlimm, also ich bin da geduldig. Und wir sehen uns gleich an, wieso ich keine Einladung habe oder wieso ich keine verdient habe. Und zwar die Medaillen von gestern. Also die konnte man eh bisher immer sehen. Champion, gewinne 1000 Raids. Ich habe 40 von 100, ich habe nicht mal Silber. Das sind 1000 Raids. Das sind grob gerechnet 1000 Euro und nicht ganz viel weniger, aber so grob gesagt. Und das wurde gestern auch eingeführt. Kam aus dem Nichts, ich habe mich eingeloggt. Auf einmal habe ich Bronze Medaille bekommen. Und da wurde ich auch schon sehr fleißig getaggt von euch allen. Auf Instagram, auf Twitter und sowas. Eindeutig free to play. 80 Raids gemacht, 80 Legendäre, jeden Tag nur den freien Pass genutzt, manchmal sogar vergessen. Ich werde ihn mit Suicune wahrscheinlich nicht mal voll kriegen, also mit Raikou kriege ich gerade mal die Silbermedaille. Und ich habe echt keine Ahnung, wie die 1000 Raids machen wollten. Also ich kenne natürlich viele Leute, die 1000 Raids gemacht haben, oder zumindest 500 und manche 1000, manche sogar 2000. Darüber reden wir gleich noch. Aber ich meine, nachdem Raikou weg ist, okay, dann kommt Mewtwo und Ho-Oh und sowas, aber dann war es das eigentlich mit den Legendären. Also 1000 ist schon echt ein hohes Ziel, sag ich mal. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, wie viele Raids ihr gemacht habt von den Legendären. Ich weiß, auf Deutsch steht da irgendwas mit EX. Und das verwirrt manche, weil EX sind diese Einladungen für Mewtwo und sowas. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Fehler. Oder einfach eine komische Beschreibung. Auf jeden Fall macht euch nicht zu viel Gedanken darüber. Also auf Englisch heißt es ganz normal. Legendary Raids 1000. Was echt krank ist. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Auf jeden Fall nur 80 gemacht. Dementsprechend, ich habe echt keine Mewtwo-Einladung verdient. Ich mache echt nur jeden Tag ein, hier bei mir irgendwo in der Nähe. Ich fahre nicht mal irgendwo hin dafür, also. So, da habe ich hier einen Screenshot gemacht von Brandon Tan, der krasseste Spieler überhaupt. Der hat über 2000 Raids gemacht, legendäre. Ich will gar nicht wissen, wie viele normale er noch gemacht hat. Was interessant ist, was er dazu geschrieben hat, das seht ihr gerade nicht, das ist abgeschnitten. Diese Menge an Raids entspricht genauso viel wie 2x Level 40, also 40 Millionen. Wenn man jeden Raid mit Glücksein macht, sind das 20.000? 2.000 mal 20.000 sind 40 Millionen. Sprich, mit 1.000 Raids kann man einmal Level 40 werden. Und ich habe mir das so ungefähr ausgerechnet. Das heißt, du kannst in weniger als einem Monat Level 40 werden, dank den neuen Raids. Wie krank ist das eigentlich? Und jetzt, ich habe ein paar aus der Gruppe, ein paar Kollegen, die haben ungefähr 500 Raids gemacht. Das sind bereits 10 Millionen Erfahrungspunkte. Kein Wunder, dass ich in letzter Zeit von allen eingeholt und überholt werde, also die Raids hauen schon rein. Wie krass das eigentlich ist, dieser Unterschied, wenn man jetzt so viel Geld ausgibt für die Raids, ist mir jetzt erst bewusst geworden. 2x Level 40 nur durch diese Raids, also krank, also Medaille, man muss ja beide auf 1000 bringen, was schon krass ist, das sind 2000 Euro sozusagen eigentlich. Natürlich, wenn man die großen Münzen kauft, das große Pack, dann kriegt man mehr Münzen und dann gibt es auch Aktionen wie iTunes und sowas. Also man gibt nicht ganz 2000 Euro aus für die 2000 Raids, also legendäre und die normalen, aber schon ein krasser Preis für die Goldmedaillen.
Ich habe nicht vor, die irgendwie Gold zu machen. Interesse gleich null. Aber GPs auch richtig krass. Also damit habe ich echt gar nicht gerechnet. Also das muss ich erstmal verdauen, dass die anderen durch die Raids so viele EP gemacht haben. Das heißt für mich einfach härter farmen, härter grinden und das wieder ausgleichen. Aber das war's. Kurze Zusammenfassung. Mewtwo Raids morgen. Viel Glück an alle. Gen 3 Hype auf jeden Fall jetzt bestätigt. Jetzt könnt ihr echt hypen. Der Hype Train fährt los. Legendary Raids hauen richtig rein. Wenn man da reincasht, kann man so viel EP machen. In einem Monat Level 40, wenn nicht sogar schneller. Neues Spiel ist draußen. Pokémon Go Kopie. Ich habe es abgecheckt. Demnächst ein Video dazu. Wenn Interesse besteht, dann sogar regelmäßig Videos. Aber mal schauen, ob da sich ein Hype, ein Trend entwickelt. Ansonsten war es das. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Raids ihr gemacht habt. Und ansonsten mir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Vor allem, wenn man so viel reincasht in die Raids.